Got a feeling. Okay, ich muss noch mal eingehen, fragen, was er dafür noch will. Naja, ist kein T4-Dach, fürchte ich nicht wirklich. Ja, der ist eigentlich für ein T5 und nicht für ein T4. Und auch wenn wir über den Preis uns jetzt einig waren, es sind einige rostige Streben dabei und da müsste noch Arbeit getan werden, die ich selber nicht kann, weil ich keine Flex zu Hause habe. Dann sind wir uns nicht einig geworden. Ihr müsst mal fast alle wegmachen. Da, wo die Füße sind, da rostet es am meisten. Die Halter fürs Dach. Schade Marmelade, ab zum See. Oh man, immer noch gesperrt. Ich hatte von einem anderen Badesee gehört, der offen hat. Ja, okay. Badehose umsonst eingepackt, oder? Naja, wollen wir mal sehen. Es gibt ja auch noch eine andere schöne Stelle in Rangendingen. Okay, der Sohn hat gesagt, ich soll doch auch meine Badehose anziehen und auch zum Wasser. Und ich denke, da muss ich jetzt wirklich zeigen, dass ich der Kramer bin und mich nicht lumpen lassen. Schrecken hin, werde ich mir erstmal einen Kaffee machen. Liegt jede Menge Holz rum. Wir werden jetzt Holz sammeln und in den Korb mitnehmen für den Grill. Gut, dass man einen Korb dabei hat. Yay. Wir haben noch den Standort gewechselt, um die Abendsonne besser genießen zu können. Einmal um den ganzen Platz herum. Da ist ein Sandhaufen, man hat jetzt richtig noch das Beach-Feeling und da ist ein Haufen mit interessanten Hölzern, eigentlich sehr interessante mit dabei. Ich nehme an, das ist viel, was sie aus dem Bach rausgeholt haben. Ja, wir haben ja wirklich Strandfeeling in der untergehenden Sonne. Also der See ist gesperrt in Rangding, aber hier nicht die Grillstelle. Ja gut, wie gesagt, eigentlich darf man gar nicht hinfahren. Ja, okay, aber hier ist kein Absperrband und nichts an der Grillstelle. 20 Minuten Fahrt haben sich gelohnt für dieses schöne Paradies. So, weil jetzt die Abendstunde vorgerückt ist, gibt es jetzt Abendbrot sozusagen für den Junior. Einmal Rahmnudeln, die magst du, gell? Ja? Mhm. Gut, schön. Und für den Papa, Mama Nudeln. Papa, Mama Nudeln.
so geht dieser Ausflug zu Ende. Ein Overnighter wird nicht raus. Der Junge ist noch nicht dran gewöhnt und das will ich eher bei uns in der Nähe machen von der Homebase. Ich sag euch vielen Dank fürs Zuschauen. Geht raus, daheim sterben die Leute.